Bei wirklich wunderschönem Wetter fahren wir jetzt nach Rügen zur Nachsaison. Der Rügenmarkt. Der Rügenmarkt in Thürsow ist ein Highlight. Wir sind hier in Göhren. Das Mönchsgutmuseum von Göhren. Es handelt sich um einen sogenannten Stockanker aus dem 18. Jahrhundert. Im Heimatmuseum von Göhren kann man die alte Tracht finden. Früher war die Küche sehr spartanisch eingerichtet. Ein alter Handwebstuhl, der 1827 erbaut wurde, steht hier in Göhren im Heimatmuseum. Wo ein Handwebstuhl steht, ist natürlich auch ein entsprechendes Spinnrad nicht weit. Mit solchen Koffern ist man früher gereist. Die Promenade von Göhren in der Nachsaison, hier ist nicht mehr allzu viel los. Die Promenade von Binz. So eine Sandskulptur sieht einfach doll aus, ne? Das ist also die Nachsaison hier auf Binz. So, und hier sind wir jetzt beim Karls Erdbeerhof auf Rügen. Na, solche Gesetze finde ich hervorragend. Das sollten alle Gewerbetreibenden so machen. Kürbisse, wohin das Auge schaut, nur Kürbisse, Kürbisse und nochmals Kürbisse. Ist schon fantastisch hier. Wie viel Kürbisse es doch gibt. Überall Kaffeetassen, Kaffeetassen. Ja.
Ein eigenes Restaurant haben die hier auch. Und es gibt auch Gäste, die schon ziemlich lange hier sind.